Es sind nur noch 2 Wochen bis zum offiziellen deutschen Kinostart eines weiteren Dragon Ball Kinofilms. Kasei Anime kündigte im November letzten Jahres an, dass sie sich die Kinorechte für den Film Dragon Ball Super, Broly sichern konnten. Hierbei wird der mittlerweile 20. Kinofilm des Franchise sogar nur knapp einen Monat nach dem japanischen Kinostart hierzulande veröffentlicht. Am 29. Januar wird der neue Streifen im Rahmen der Kasei Anime Night in 214 teilnehmenden Kinos in Originalfassung mit Untertitelnversion laufen. Dabei werden 191 Kinopartner in Deutschland sowie 23 Kinobetreiber in Österreich den Kinofilm, mit einer Story von Akira Toriyama höchstpersönlich, zeigen. Macht euch bereit für den härtesten Kampf 2019. Son Goku und Vegeta bekommen einen Gegner, der es wirklich in sich hat und selbst Frieza alt aussehen lässt. Sein Name? Broly, ein Saiyajin mit abnormer Kraft. Noch wissen Goku und Vegeta nichts von der Befreiung, die sich anbahnt. Nach dem Turnier der Kraft herrscht Frieden auf der Erde, die perfekte Zeit für ein ausgedehntes Trainingsprogramm auf einer einsamen Insel. Doch als sie Bulma helfen sollen, die Dragon Balls zu suchen, taucht ihr alter Erzfeind Frieza wieder auf. In Begleitung von Broly. Copyright Symbol, Kasei Anime.